Liebe Mitmenschen, hallo. Ich bin immer noch in Corona-Quarantäne. Gefühlter Tag 4870 oder sowas. Zum Glück hat man einen Garten und kann so wenigstens mal ein bisschen raus. Egal, aber darauf geht's heute gar nicht. Ich dachte mir heute, ich werde mal nicht ellenlange Texte verfassen, die eh kein Schwein liest. Und hinzu kommt, dass ich weiß, dass heute Sonntag ist. Und sehr viele Leute mit Sicherheit verkatert sind und keinen Bock haben, irgendwas zu lesen. Wie wahrscheinlich einige mitbekommen haben, haben wir im Moment mit Antje alles eine Aktion wieder an den Start gebracht und einen Soli-Sampler rausgebracht, für die Juventa-Crew sein soll. Oder beziehungsweise ist, natürlich. Ne? Dort sind ganze 72 Bands, 72 Künstlerinnen, die uns Songs zur Verfügung gestellt haben und wir daraus einen riesengroßen, dicken Batzen an Sampler fertig gemacht haben. Also echt ein geiles Ding geworden, wirklich. Macht einfach nur Spaß. Sind 3 Tapes oder 3 CDs. Gibt es auch als Download-Version über Bandcamp. Übrigens liegt auch jedem Package ein Download-Code noch zusätzlich dazu bei. Breites Spektrum an Musik dabei. Natürlich viele Anti-Alles-Bands, aber auch ganz, ganz viele andere, ganz viele Freunde. Aber auch Bands, die sich einfach so gemeldet haben und sofort ihren Support bekundet haben und gesagt haben, jawohl, wir machen mit und geben einen Song dafür. Also von Punk bis Hardcore, von Metal bis Indie. Singer-Songwriter, also es ist alles dabei, wirklich. Also, das Ganze ist fast 5 Stunden Musik, ja, also das ist noch eine richtig geile Playlist. Ne? Wir stehen ja alle so auf Playlists jetzt, es ist ja so der neue Trend. So, und alles das, was reinkommt, geht halt an die Crew, an die Juventa-Crew. Warum? Nochmal kurz zur Erklärung, damit alle wissen wirklich, Juventa ist ein Schiff. Das wurde gekauft von einem Netzwerk junger Menschen, um damit Menschen in Seenot zu retten. Menschen auf der Flucht, Menschen, die um ihr Leben kämpfen und die das machen, was europäische Politik nicht hinbekommt. Dieses Schiff wurde beschlagnahmt und die komplette Crew steht jetzt vor Gericht, schon seit längerem. Und es drohen auf jeden Fall bis zu 20 Jahre Haft. Und warum? Deswegen, weil Menschenleben gerettet werden. Also unhaltbare Anschuldigungen stehen da im Raum. Menschenleben retten wird da kriminalisiert. Und es geht um nichts anderes als um perverse Politik. Im schlimmsten Falle wird sich dieser ganze Prozess über Jahre ziehen. Und es werden unfassbar große Mengen an Geld verschluckt werden und auch benötigt, um das Ganze überhaupt finanzieren zu können. Denn alles im Leben kostet immer Geld. Und da ist halt der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen auch etwas ein bisschen versuchen. Wir wissen, wir sind ein kleiner Haufen und wir wissen, dass das nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein sein wird. Aber wir denken, dass einfach jede Hilfe wichtig ist. Und jeder Cent nötig ist und gebraucht wird. Neben der finanziellen Unterstützung ist natürlich auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und auch von euch allen und von Netzwerken, die ihr habt, von euren Bubbles, ne, auch enorm wichtig. Das ganze Ding muss einfach auch präsent sein in den Köpfen, damit jeder weiß, was da passiert. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Jetzt kommt noch das große Aber. So, ich soll jetzt hier auch gar keine Jammer-Sache werden oder sowas. Es ist nur halt so, 72 Bands, 72 Künstlerinnen und sind jetzt seit 2-3 Wochen sind wir da jetzt dran. Und ja, wir sind im Moment bei zwischen 20 und 30 Samplern, die weggegangen sind. Ist natürlich auch erstmal geil. Keine Frage, also auch ein großes Danke hier nochmal an alle, die da schon sofort am Start waren, sofort gesagt haben, jawohl, hier, rüber damit und auch viele, viele gute Mails bekommen, gute Gespräche gehabt und alles und Erkundungen der Solidarität, das ist auch immer sehr schön. Trotzdem ganz ehrlich,
Wie sind oder ja, was heißt wir? Eigentlich ich. Das ist, glaube ich, mein Ding im Moment ein bisschen. Bisschen enttäuscht noch, weil das Minimalziel war schon höher gesteckt. Mein, wie gesagt, 72 Bands, da sind dann jetzt irgendwie 20 Dinger gerade mal weg. Da geht mehr. Ich glaube, da geht mehr. Ich weiß natürlich auch, ey, Leute, ey, Kohle ist gerade ganz schwierig. Also ist immer ganz schwierig, aber jetzt im Moment sowieso wieder. Wir haben es alle überhaupt gar nicht dicke und man knapst überall, wo nur geht. Das weiß ich, ne? Und ey, ich weiß auch, dass wir nicht alle, jeder die ganze Welt retten kann. Auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, da geht noch mehr, Leute. Wirklich. Weil ich glaube einfach schon, dass da noch ein bisschen was möglich ist und viele es vielleicht auch einfach noch nicht mitbekommen haben. Ne? Das Ding kostet 15 Euro. Drei CDs, drei Tapes oder halt auch als reiner Download. Alles DIY, alles selbst gemacht, komplett. Also ne, hier ist echte Handarbeit noch. Ist natürlich auch ein bisschen dann irgendwie also so unser Beitrag, den wir dazu leisten, weil was Menschen da jeden Tag leisten auf den Schiffen überhaupt, die da im Mittelmeer cruisen und immer auf der Suche sind nach den nächsten Opfern, nach den nächsten Familien, nach Kindern, die da im Meer treiben und alles. Also, meine, muss man sich mal vorstellen, dass da auch eine physische und psychische Belastung herrscht einfach jeden Tag. Also ich hebe da echt meinen Hut vor und kann man sich gar nicht ausmalen. Ne? Und denke ich einfach, wir als Gesellschaft haben schon eine gewisse Verantwortung auch mitzutragen. Ich habe das Gefühl irgendwie immer, man muss etwas tun. Das ist einfach echt so ein inneres Gefühl. Ich weiß auch nicht. Ja, ich muss mich mal kurz sammeln wieder. Bin wieder da. Wenn ihr jetzt sagt, so, ey, ich würde auch gerne so ein Ding haben. Würde auch gerne was geben. Aber 15 Euro sind mir einfach zu viel. Leute, ganz ehrlich, dann meldet euch. Kein Ding. Also wenn sich jemand damit auskennt, pleite zu sein, dann sind wir alle bei euch. Ja, also meldet euch einfach, kriegen wir hin. Daran soll es nicht scheitern. Am Ende zählt dann doch, jeder Cent ist wichtig. Der Gedanke und die Solidarität, die sollten im Vordergrund stehen, auf jeden Fall. Ne? Also. Ne? Wenn er sagt, ey, ich hab nur einen Fünfer oder sowas, ey, auch geil. So, dann meldet euch einfach und kriegt ihr dann hin. Okay. Und wenn man auch Bock hat, einfach vielleicht auch Neues zu entdecken an Musik, ist das auch eine gute Sache. Also wir haben extra darauf verzichtet, jetzt irgendwelche großen Namen oder sowas anzuschreiben. Wir haben echt überlegt, aber haben da bewusst darauf verzichtet, weil wir da auch dieses Ding verbinden wollten, was wir mit Anti alles machen. Und das ist nun mal so ein Underground-Support. Und ja, deswegen haben wir das einfach auch so belassen. Da sind echt geile Perlen dabei, Leute, wirklich. Und im Zuge dessen, ich komme jetzt auch fast zum Ende, noch eine kleine Ankündigung. Und zwar bin ich ja auch mit einem Song vertreten auf dem Sampler, wieder unter meinem, mit meinem Taktprojekt Antichrist, mit dem Song Resistance. Ja, dieser Song wird jetzt auch am kommenden Freitag digital veröffentlicht nochmal auf Spotify, Deezer etc. Ja. Also einfach aus dem Grunde auch, um das ganze Ding zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Fakt ist aber, man hat da die Möglichkeit, immer auch andere zu catchen und da, auf etwas aufmerksam zu machen. Und ich habe mir gedacht, so, ey, wenn da nur ein paar dabei sind, vielleicht, die durch diesen Song mit dem dementsprechenden Logo und Cover auch vielleicht auf das Thema aufmerksam werden und auch auf die EO Venture Crew aufmerksam werden, ey, dann hat es gelohnt. So, dafür mache ich das. Deswegen, es gibt jetzt auch diesen Pre-Save-Link natürlich. Gerne in die Playlisten hauen und sowieso. Aber in erster Linie geht es wirklich um Spread und um Aufmerksamkeit für die Sache. Und jetzt höre ich auch schon wieder auf. Habt einen schönen Sonntag noch. Genießt das gute Wetter, wenn bei euch gutes Wetter ist. Hier in Düsseldorf scheint die Sonne, aber hier scheint ja immer die Sonne. Bleibt gesund. Macht's nicht wie ich. Bleibt sauber. Und bessert euch.
Auf bald. Ciao.